Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. In der letzten Folge haben wir uns um die drei Lager der Grauen Schar gekümmert. Ja, und dann hat man uns gesagt, wir sollen wieder zurück zu Svetlanas Gemach, Gmecha gehen. In den Blauen Palast. Und entschuldigt, dass meine Stimme gerade irgendwie sich verabschiedet hat, aber ich hoffe, dass das trotzdem noch so weit funktioniert mit dem Reden und dem Vorlesen. Also, können wir uns jetzt gegen die Gramstürme verteidigen, oder was? Das Elixier sollte tun, was wir brauchen. Sofern weder Fenorian noch ich einen Fehler gemacht haben. Nicht so negativ, Mjolin. Das Elixier wird wirken. Ihr werdet schon sehen. Ja, das will ich für euch hoffen. Oh gut, ihr seid zurück. Mjolin und ich haben verschiedene Methoden besprochen, um aus dem, was wir haben, ein Schutzelixier zu brauen. Ich will nicht zu optimistisch sein, aber ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, wie man sich gegen die Gramstürme verteidigen kann. Sagt mir, was ihr denkt. Die Graue Schar setzt eine instabile Mischung aus Alchemie und Hexerei ein, um die Gramstürme zu erschaffen. Ein arkanes Ritual und das Niederwurzgebräu konzentrieren die Macht jedes Gramsturms durch die vorbereiteten Hexendorne. Einfallsreich. Aber wir können uns das zunutze machen. Wie können wir uns das zunutze machen? Wir können das verfeinerte Gebräu als Grundlage unseres Elixiers verwenden. Da wir nun verstehen, wie die Gramstürme erschaffen werden, können wir dieselben Komponenten verwenden, um die schützenden Eigenschaften des Medaillons zu replizieren. Wir müssen nur die nötigen Komponenten sammeln. Wie kann ich helfen? Svanas Verbündeter, Mauk, wird die meisten Vorräte beschaffen, die ich brauche. Aber es gibt noch eine letzte Zutat, die erforderlich wäre. Aus verschiedensten Gründen kann ich die Halle der Toten nicht einfach so betreten und sie mir selbst holen. Ihr müsst für mich Arkais Weihöl besorgen. Arkais Weihöl? Ein heiliges Weihöl, das mit einem Gott in Verbindung steht, der durch die Kaiserlichen an Beliebtheit gewonnen hat. Die Priester verwenden es bei bestimmten Zeremonien in der Halle der Toten zum Schutz gegen Nekromantie und Untote. Wir brauchen dieses Öl, um unser Elixier herzustellen. Na gut, dann werde ich das besorgen, wenn keiner Einwände Ihr werdet hat. meine Hilfe brauchen. Ich treffe euch an der Halle der Toten. Mauk, stellt den Humpen weg und besorgt die Vorräte, die Fenn braucht. Ja, eure königliche Damenschaft. Aber den Humpen nehme ich mit. Jetzt so eine Orientierung. Die hat so eine Autorität, dass sich sogar der Wolf gerade hingesetzt hat. Ja, und ich bin jetzt extra rausgeportet, weil ich gedacht habe, dass das Ganze draußen gewesen wäre. Aber das ist Ihr totaler Götter, Blödsinn. es kommen stündlich mehr Flüchtlinge. Warum zögert Zwagrim? Der Großkönig erteilt Befehle, aber nur um die Befallenen wegzusperren. Wann schlagen wir zurück? Ich hoffte, die Worte des Hohepriesters würden mir etwas Trost spenden. Aber nein. Der arme Mann scheint Zuspruch nötiger zu haben als die Gläubigen in Einsamkeit. Und die Flüchtlinge kommen nach wie vor in Strömen. Mein Jarl ist tot. Unser Jarltum verwüstet. Und der Großkönig tut so gut wie nichts. Prinzessin Svana hat einen Plan, um den Leuten zu helfen. Die Prinzessin. Können wir dieser traurigen jungen Frau vertrauen? Nach allem, was ihr in Kartwacht getan habt, muss ich das wohl. Wenn ihr und Svana wirklich helfen könnt, tut es bitte schnell. Ich fürchte, uns läuft die Zeit davon. Wir werden uns beeilen. Die Gramstürme verwüsten weiter unser Land und füllen die Stadt mit Leuten, die lauthals um Schutz flehen. Und was macht der Großkönig? So gut wie nichts. Oh, er zeigt kleine Gesten, aber die Lage wird immer schlimmer. Ich dachte, der Großkönig hätte eingewilligt, den Jarltümern zu helfen. Das hat er. Doch wurden Soldaten nach Mortal geschickt? Hat Kartwacht Hilfe erhalten? Nein, noch nicht. Zwagrim hilft den Leuten, die in die Stadt strömen, während der Rest des westlichen Himmelsrand leidet. Wir müssen die Verantwortlichen finden und angreifen. Bin ich auch für. Wir kümmern uns drum. Was ist hier eigentlich passiert? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Prinzessin Svana, was kann ich für euch tun, Eure Hoheit? Hört meiner Freundin zu, Hohepriester. Wir brauchen eure Hilfe. Das wieso mir? Ich bin überrascht, die Prinzessin hier zu sehen.
Euch fällt sicher auf, dass es wegen der Flüchtlingsströme an diesem Ort noch betriebsamer zugeht als sonst. Gibt es etwas, was ich für Prinzessin Zwana tun kann? Wir brauchen etwas von Arkais Weihöl. Weihöl? Seltsam. Das ist das zweite Mal heute, dass jemand nach Arkais Salbungsbalsam fragt. Schwertane Utlet kam vorhin mit einem Edikt des Königs und verlangte unseren ganzen Vorrat. Wie wir ohne es die Toten weihen sollen, ist mir schleierhaft. Warum sollte Großkönig Svagrim das ganze Weihöl wollen? Der Schwertane hat es mir nicht gesagt, doch er erwähnte, dass der Großkönig es für die Verteidigung von Einsamkeit braucht. Es tut mir leid, dass ich den Wunsch der Prinzessin nicht erfüllen kann. Die Lage ist schlimm genug bei all diesen Flüchtlingen, die hier unter den Toten Zuflucht suchen. Wisst ihr, wohin der Schwertane Arkais Weihöl gebracht hat? Der Schwertane hat das Öl nach Castell Trutz gebracht. Dort werden in Zeiten des Zwists alle Vorräte für eine Belagerung gesammelt. Ich bete darum, dass Großkönig Svagrim die nötige Geduld und Weisheit geschenkt wird, um uns durch diese Krise zu führen. Erzählt mir mehr über Castell Trutz. Das Fundament von Einsamkeit wurde mit dem Bau von Castell Trutz gelegt. Es ist das älteste Gebäude der Stadt und am besten zu verteidigen. Ich habe versucht, die Flüchtlinge zur sicheren Unterbringung dorthin zu verlegen, doch meine Anfrage wurde abgelehnt. Der Großkönig hat andere Pläne, vermute ich. Tja, so kann man es wohl auch nennen. Sprech mit Schwertane Ulet. Das sind aber die, die nicht hier sind, genau. Wo ist denn der? Der ist auf jeden Fall hier in der Stadt. Irgendwo hier oben. Halt! Castell Trutz ist Prinzessin Zwana. Schwertane, es ist dringend. Meine Freundin wird alles erklären. Wieso mal ich? Ich habe gerade keine Zeit für die Neigungen und Flausen der Prinzessin. Der Großkönig, wir kommen mit den vielen Aufgaben kaum hinterher. Also fasst euch kurz und lasst mich wieder an die Arbeit. Der Hohepriester sagte, ihr hättet das ganze Weihöl mitgenommen. Die Prinzessin braucht etwas davon. Meine Befehle vom Großkönig waren eindeutig. Den ganzen Vorrat des Weihöls aus dem Tempel der Göttlichen hier in den Mauern von Castell Trutz einlagern. Was in Shors Namen hat die Prinzessin überhaupt mit dem Weihöl vor? Es gibt ein Elixier, das gegen Gramstürme schützt. Doch man braucht dafür das Weihöl. Schutz? Wirklich? Ich habe jetzt schon mehr Gramvolle als Soldaten. Und jeden Tag treffen neue ein. Trotzdem würde es gegen das Edikt des Königs verstoßen, euch das Öl zu geben. Wenn ich aber einen Augenblick meine Augen abwende, würde ich kaum bemerken, wenn ein Krug verschwindet. Verstanden. Dann bemerkt es nicht. Eine einzige Flasche? Fenn wird damit auskommen müssen. Bringen wir sie... Schwertane! Warum wurde... Meine Befehle waren eindeutig, doch meine Tochter betritt nach Belieben den Grund des Kastells. Was will sie, Schwertane? Wir wollten Unterstützung anbieten, Vater. Schwertane, wie können wir helfen? Utlet hat alles fest im Griff, Kind. Auch wenn ihr Gutes im Sinn habt, würdet ihr unsere Bemühungen nur behindern. Geht! Der Schwertane braucht meine Tochter und ihre Stiefelknechte nicht. Mann, was für ein Arschloch, ehrlich. Fort mit euch! Wir sind viel zu beschäftigt für Svanas albernes Ansinnen. Ja, und ich bin zu beschäftigt, damit die Welt zu retten und euer Königreich zu retten, um mit dir Vollidioten zu reden. So, jetzt habe ich es ihm aber gegeben hier. Wo müssen wir denn jetzt hin? Moment, optionale Schritte, sprecht mit Svana. Wenn ich denn wüsste, wo die gerade hingelaufen ist. Achso, da hinten. Würde ich gerade sagen, dann wollte ich das nämlich auch tun. Mein Vater war nie warmherzig oder fürsorglich. Aber diese Krise hat ihn mir nur noch weiter entfremdet. Bringen wir das Weihöl zu Fenn. Mein Vater wird seine Haltung bestimmt ändern, sobald wir ihm erst einmal das Schutzelixier präsentieren. Warum will euer Vater uns nicht im Castell Trutz haben? Er versucht mich zu beschützen. So macht er das eben. Und er schließt mich aus. Doch ich schätze, das ist wohl auch mein Fehler. Ich weiß, dass Mutters Tod ihn belastet. Genau wie diese ganze Krise.
Deshalb müssen wir auch helfen. Dieses Elixier wird wirken. Es muss wirken. Aber warum diese alte Festung abriegeln? So ungewöhnlich ist das nicht. Castel Trutz ist der am besten zu verteidigende Teil der Stadt. Früher versammelten wir die Leute in seinen Mauern. Nun nutzt mein Vater die Festung, um die Gramvollen unterzubringen. Sie müssen ja irgendwo hin, oder? Na los, gehen wir. Okay, gehen wir wieder auf in den Palast. Ja, das Ganze kommt mir aber trotzdem komisch vor. Ich habe da noch was im Gefühl, aber ich habe die Story auch ehrlich gesagt nicht mehr so im Kopf. Ich weiß aber, dass die Storys in der Regel sehr gut geschrieben sind. Da oben. Und ich sag mal, als Berufsautorin kennt man sich dann doch schon mit Wendungen und so weiter aus. Wenn's bereit ist, probiere ich das Elixier aus. Wie ihr wünscht, Lyris. Ah, da kommen sie schon. Ihr habt das Weihöl? Gießt es in den Kessel. Oh, er guckt sich meinen Wolfi an. Bitte, kommt mir nicht zu nahe, solange ihr das Weihöl bei euch führt. Ich zeige gegenüber Balsam jener Art eine ablehnende Reaktion. Wenn ihr es in den Kessel gießt, kann ich die Herstellung des Elixiers zu Ende bringen. Na gut, na gut. Nein, ich will nicht den Inhalt stehlen. Genau da. Warum guckst du mich so komisch an? Die perfekte Mischung. Wir können es ausprobieren. Kommt, reden wir. Nach dem Hinzugeben des Weihöls ist das Elixier nun fertig. Ehe wir genug davon herstellen, um es an die Leute im westlichen Himmelsrand zu verteilen, müssen wir es testen. Ich habe Vertrauen in meine Arbeit. Doch wir haben es hier mit immensen Kräften zu tun. Wie habt ihr vor, das Elixier zu erproben? Wir können nicht abwarten, bis der nächste Gramsturm losbricht. Doch das, was ihr und Svana in Schwarzweite erfahren habt, könnte helfen. Ihr habt gehört, dass Exarch Ulfra die Gramsturmrituale an einem Ort namens Niederhain erprobt. Dorthin reisen wir und lassen Lyris das Elixier trinken. Genau, die Befehle erwähnten, dass der Niederhain in einem uralten Hügelgrab verborgen ist. Während meiner Erforschung von Schwarzweite bin ich auf eine uralte Begräbnisstätte gestoßen. Einen Ort, den man Mitnachthügelgrab nennt. Der Niederhain muss in diesen Ruinen sein. Sobald ihr dort seid, müssen ihr und Svana aus der Entfernung Wache halten, während Lyris in den Sturm tritt. Ich schätze, wir reisen zum Mitnachthügelgrab. Wie ich das sehe, ist das Mitnachthügelgrab in ferner Vergangenheit nach Schwarzweite hinabgesunken. Und irgendwo darin finden wir den Niederhain. Das zerstörte Hügelgrab liegt in der lichtlosen Tiefe im nordwestlichen Teil der Höhle. Wir treffen uns dort. Frischt meine Erinnerung auf. Wie werden wir das Elixier testen? Das hat er doch gerade erst gesagt. Wir suchen uns einen gerade wütenden Gramsturm im Niederhain. Oder ich versuche selbst einen zu erzeugen. Dann tränkt Lyris das Elixier und setzt sich der finsteren Magie aus. Und wir warten ab, um zu sehen, was geschieht. Klingt riskant. Sehr riskant. Doch es ist auch unsere beste Chance, den Gramstürmen etwas entgegenzusetzen und uns gegen die graue Schar zu wehren. Entweder Lyris übersteht es, oder sie wird in eine Gramfalle verwandelt. Oder einen Gramunhold. Das wäre auch möglich. Mhm. Ich reiß dir aber den Kopf ab, wenn das nicht funktioniert für Norian. Das ist hoffentlich klar. Okay. So. Wir sind endlich da. Was waren das denn gerade? Dwemer-Spinnen oder was? Und zwar sind wir jetzt hier in der Unterwelt, hier oben rechts. Und da ist das Hügelgrab. Nur falls ihr genauso verwirrt seid wie ich, wenn ihr sucht, wo ihr hin müsst. Die Frage ist jetzt, wo ist der Eingang? Ah, ich glaube, das sieht gut aus. B.
Bitte zwingt mich nicht, das zu tun. Ihr und Fenn bleibt hier, bis wir den Weg in den Niederhain freigemacht haben. Gut. Okay. Braucht nur nicht zu lange. Es ist soweit. Beeilt euch und machen wir uns ran. Ja, darf ich erstmal gucken, wo wir überhaupt rumlaufen können und müssen. Also rechts ist noch eine Scherbe, die würde ich gerne mitnehmen. Aber ich meine, die Sachen, die kann ich ja auch alle mitnehmen und machen, wenn wir hier durch sind. Das heißt, wir müssten hier quasi, ja, ich glaube, am einfachsten ist nach rechts, links und dann immer geradeaus hochgehen. Dann würde ich sagen, kommt mal mit. Wir machen natürlich wie immer ein Speedrun in Anführungszeichen hier durch. Sofern es geht natürlich nur, weil ich glaube, hier waren auch einige Gegner, die einen stunnen. Das heißt, es wird wieder richtig Mist werden. Wieso habe ich jetzt schon wieder keine Ausdauer mehr? Hallo, Ausdauer. Ich bin schon die ganze Zeit nicht mehr am Sprinten. Nicht nötig. Wir sind da. Die Prinzessin. Warum müssen die eigentlich immer anfangen zu reden, wenn man schon gedrückt hat? Ihr ehrt mich mit eurer Anwesenheit, mein Fürst. Die graue Schar. Seid still und lauscht. Der sagt aber nichts. Hallo? Oder muss ich nur E drücken? Nee, ich muss einmal rumlaufen. Dieser Gramsturm muss der größte sein, den wir je erschaffen haben, Schwester. Das ist der Anführer der Grauen Schar. Haben wir etwas aus Einsamkeit gehört? Ist alles vorbereitet? Mir wurde versichert, die Stadt ist reif für die Ernte. Saran und Exarch Ulfra. Sollen wir den Test verschieben? Absolut nicht. Diese Jaaltümer zählen auf uns. Außerdem können wir dieser Bedrohung hier und jetzt ein Ende machen. Die Gärtnerei, wie süß. Wer wagt es, hier einzudringen? Ihr, die Mörder, die Zingales meuchelten. Und ihr gesellt euch gleich zu ihm. Unverschämte Sterbliche, ihr werdet für eure Taten büßen. Lyris? Mein Fürst, lasst mir die Ehre, ihr Blut zu vergießen. Nun gut, Schwester. Kommt zu mir nach Castel, weil die Tat vollbracht ist. Soll dieser Grabsturm euch das Fleisch von den Knochen reißen? Wir müssen gehen. Svana, nein! Seht nach Lyris, Fan, und betet, dass euer Elixier wirkt. Beschützt Svana. Das Elixier braucht Zeit, bevor seine Wirkung einsetzt. Machen wir. Ihr habt meinen Bruder getötet. Dafür sterbt ihr. Das Elixier. Es wirkt. Ich wollte gerade noch sagen, was ist mit Lyris? Sie lag da eben so völlig betäubt auf dem Boden. Ich glaube, es hat geklappt. Ich stand in einem Gramsturm und nichts ist geschehen. Fens Elixier ist ein Erfolg. Und wir haben einen weiteren Anführer der Grauen Schar ausgeschaltet. Das haben wir gut gemacht, meine Freundin. Ich will ja nichts sagen, aber wir sind gerade auch im Gramsturm gewesen. Und wir haben kein Elixier getrunken. Seid ihr sicher, dass ihr in Ordnung seid? Es ging mir noch nie besser. Wir müssen so viel von dem Elixier erschaffen wie möglich und es in Einsamkeit verteilen, ehe Rada al-Sarans gewaltiger Gramsturm losbricht. Ich will auch wissen, wer in der Stadt ihm hilft. Treffen wir uns im Blauen Palast. Ich treffe euch am Blauen Palast. Sobald mein Vater begreift, dass wir eine Möglichkeit haben, uns gegen die Gramstürme zu schützen, wird er uns ernst nehmen müssen. Wir sollten so schnell wie möglich in die Stadt zurückreisen. Was ist hier gerade geschehen? Ich weiß nicht, wahr? Es ging so schnell. Als wir Rada al-Saran und Exarch Ulfra stellten, setzte der Vampirfürst Lyris mit seiner Magie außer Gefecht. Als ich sie fallen sah, wusste ich, dass ich handeln musste. Der Aschefürst hat Lyris im Handumdrehen umgehauen. Dass wir dann nur noch mit den Werwölfen fertig werden mussten, war unser Glück. Das gab uns zumindest eine echte Chance, diesen Kampf zu gewinnen. Als sie den Gramsturm heraufbeschwor, nahm ich das Elixier von Lyris und dachte kaum darüber nach, was ich da tue.
Ich habe es einfach getrunken und stellte mich dem Sturm. Das war riskant. Da kann ich nicht widersprechen, doch jemand musste es tun. Es gab keine andere Möglichkeit. Und ich würde es wieder tun. Mein Volk zählt auf mich. Ja, ihr Volk zählt auf sie und irgendwie zählt es auch auf uns. Ich würde sagen, dass wir hier dann erstmal wieder einen kleinen Cut machen. Und das war dann die große Diskussion, und es wird ganz sicher wieder eine große Diskussion werden, wenn er sie nicht abwimmelt, mit ihrem Vater in der nächsten Folge dann direkt im Palast erleben werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.